Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache euch heute den Tag rückblickend auf meine Schwangerschaft. Und es sind 10 Fragen und wir beginnen gleich mal mit Frage Nummer 1. Was hättest du an deiner Schwangerschaft ändern wollen? Ändern wollen hätte ich insofern natürlich die Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also ich hätte gerne diesmal vermieden, Pickel und unreine Haut zu bekommen. Die Symphysenschmerzen hätte ich mir sehr, sehr gerne erspart. Toll wäre natürlich auch gewesen, wenn einem die Übelkeit erspart geblieben wäre. Aber es gehört eigentlich dann irgendwo zum Schwangersein halt auch dazu. Also man muss halt auch schon merken, dass man schwanger ist. Aber diese ganzen Wehwehchen und wenn es einem nicht so gut geht, das hätte ich mir natürlich gerne erspart und das hätte ich gerne ändern wollen. Ansonsten gibt es jetzt nichts Großartiges, wo ich sage, das bereue ich oder das finde ich schade. Nein. Das überraschendste Symptom deiner Schwangerschaft. Es war nichts wirklich überraschend. Die Übelkeit kannte ich, die Wassereinlagerung kannte ich, die Schlafstörungen kannte ich. Was ich halt nicht so erwartet hatte, sind die Symphysenschmerzen. Was, glaube ich, aber auch dadurch bedingt ist, dass ich schon ein Kind habe und dass man sich trotz Schwangerschaft, egal wie es einem geht, natürlich auch um das Kind kümmert. Es vielleicht am Anfang noch trägt, wo man es vielleicht nicht mehr tragen sollte. Ansonsten hat mich jetzt nichts wirklich überrascht. Etwas, was eine Schwangere unbedingt tun sollte. Das sind vor allen Dingen die Dinge, die ich so zum Ende hin gemacht habe. Also ein Babybauch-Fotoshooting, was ich halt in der ersten Schwangerschaft nicht gemacht habe. Das wollte ich diesmal unbedingt. Ein Gipsbauchabdruck finde ich immer wieder schön. Aber auch einfach so ja, fürs Baby shoppen, der Nestbaubetrieb, aber das kommt ja alles einfach automatisch. Einfach das genießen, was die Schwangerschaft mit sich bringt. Vielleicht auch dieses Baby Moon, das finde ich halt richtig klasse, das haben wir nicht gemacht. Nochmal mit dem Partner so ein Wochenende wegfahren, bevor dann das Baby kommt und einfach die Zeit zusammen nochmal genießen. Das Lustigste, was dir in deiner Schwangerschaft passiert ist. Ich habe jetzt nicht so ein mega lustiges Ereignis. Was halt immer wieder war, war, durch die Größe des Bauches haben die Leute gedacht, wir bekommen Zwillinge. Oder dass ich kurz vor der Entbindung stehe. Ich wurde ständig gefragt, wann es denn jetzt endlich soweit ist. Und ja, also die Größe des Bauchs hat schon bei anderen Leuten, war schon sehr präsent. Also ich wurde schon Weihnachten gefragt, ob ich denn ein Weihnachtsbaby bekomme, obwohl mein Baby ja dann erst Ostern geboren wurde und ja, also der Bauch hat schon für große Aufmerksamkeit gesorgt. Ansonsten wirklich lustige Sachen sind mir in der Schwangerschaft jetzt nicht passiert. Was mochtest du während deiner Schwangerschaft am meisten? Ach, ihr wisst, ich bin nicht so gerne schwanger. Ich habe lieber dann das Baby im Arm. Was ich am meisten mochte, war einfach dieses, was ich halt in der ersten Schwangerschaft nicht hatte, mit Vince. Einfach so zu sehen, wie er dann den Bauch streichelt, wie er dem Bauch mal einen Kussi gibt. Seine Reaktion auch einfach zu sehen, wenn man über das Baby spricht und wenn man ihm das versucht, auch natürlich zu vermitteln, was dabei passieren wird. Dann einfach auch dieses, dass beide halt ein gemeinsames Kinderzimmer haben und dass das für Vince von Anfang an klar wird, dass halt gegenüber seines Bettes bald das Baby schlafen wird. Und letztens ist jetzt schon ein paar Wochen her, wurde Vince gefragt, was er denn macht, wenn das Baby die ganze Zeit weint. Und da wusste er erstmal keine Antwort drauf und dann habe ich ihm halt erklärt, naja, wenn das Baby weint, dann gehst du hin und machst Ei Ei und gibst ihm den Schnuller und du kannst ihm was vorsingen. Und das hat er mir noch Tage nach diesem Gespräch, hat er mir das immer wieder erklärt, dass wenn das Baby weint, er Ei Ei macht und dann hat er angefangen ein Lied zu singen. Und das waren so die Momente, die ich einfach am schönsten fand. Frage 6. Was hat dich am meisten genervt während deiner Schwangerschaft? Am meisten genervt hat mich wirklich diese Frage, bekommt ihr jetzt einen Jungen, bekommt ihr ein Mädchen? Ach, ihr wollt es wohl nicht wissen, ihr wollt es wohl nicht sagen. Ja, einfach quasi die Reaktion der Gesellschaft. Ich möchte es hier nochmal sagen, wir wussten es wirklich nicht, was es wird. Es hat sich einfach bei den 3 Ultraschallen, die ich nun mal nur hatte, nicht gezeigt. Es war nicht so, dass wir es nicht wissen wollten. Am Ende war es für uns absolut okay, dass wir es nicht wussten. Aber es war jetzt nicht, dass wir es nicht wissen wollten oder dass wir es wussten und niemandem erzählen wollten oder so. Und
Die Leute fragen halt ständig und immer wieder, wo ich mir so denke, wenn ich es zwischenzeitlich erfahren hätte, dann hätte ich es dann auch erzählt. Aber ja, jede kleinste Mitteilung oder jedes kleinste Foto wurde interpretiert und dann eventuell, ach, sie ist jetzt doch ein Mädchen, es ist doch ein Junge. Und gerade bei den Schwangerschaftsbildern, beim Babybauch-Shooting haben wir ja ganz bewusst einen rosanen Schuh und einen blauen Schuh gewählt. Und manche Leute haben halt nur gesehen, da ist ein rosa Schuh, also wird es doch ein Mädchen. Und weiß ich nicht, das war irgendwie, ja, lasst die Leute doch einfach machen. Ihr werdet ja dann erfahren, was es für ein Geschlecht ist, spätestens wenn das Kind auf der Welt ist. Einen Rat an alle Schwangeren da draußen. Auch wenn ihr wie ich nicht so gerne schwanger seid, versucht die Zeit trotzdem zu genießen, die Dinge zu tun, die man als Schwangere halt so macht, wie halt das Babybauchshooting, den Gipsbauchabdruck, eine Babyparty zum Beispiel, das finde ich auch immer so eine klasse Sache. Einfach das Beste dann auch aus der Situation zu machen, sich aber auch die Ruhe zu gönnen, wenn man sie braucht, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe. Und dann auch die 6 Wochen vor der Geburt zu genießen, für sich zu nutzen. Also, das habe ich halt auch nicht gemacht. Ich gebe hier Ratschläge, die ich sowieso nicht eingehalten habe. Also, ich habe dann halt noch ganz viel für YouTube gearbeitet und ganz viele Dinge noch erledigt, wo man sich eigentlich in den 6 Wochen hätte Zeit für sich nehmen sollen, lesen sollen, Filme schauen, Serien schauen, all das machen, wozu man halt sonst keine Zeit hat und einfach nochmal die Zeit für sich genießen, weil man die dann, wenn das Baby da ist, natürlich erst recht nicht mehr hat. Wie hast du der Familie von der Schwangerschaft erzählt? Meine Familie hat es mir dann mittlerweile schon angesehen, weil ich ja relativ schnell einen Bauch hatte. Und dann habe ich es einfach mal, als alle zusammen waren, erzählt. Manus Eltern haben wir es auch mal so beim Essen erzählt. Also wir haben jetzt nicht so einen Riesenaufwand gemacht oder irgendwelche Verkündungsfotos gemacht oder weiß der Kuckuck. Also ja, wir haben es ganz klassisch einfach nur gesagt. Wie haben deine Kinder, wenn du schon welche hast, auf die Schwangerschaft reagiert? Bei Vince ist ja das Problem, dass er es so in diesem ganzen Ausmaß natürlich nicht verstanden hat. Aber mir war es halt sehr, sehr wichtig, dass ich ihn von Anfang an darauf vorbereite. Also er hatte ja natürlich dieses tolle Buch, wo es halt um die Schwangerschaft geht, was da mit mir als Frau passiert oder mit seiner Mama passiert und wie sich das Baby einfach entwickelt und wie es dann ist, wenn das Baby da ist. Das war mir halt ganz, ganz wichtig und das haben wir ja ganz oft das Buch gelesen. Wir haben viel drüber gesprochen. Und dann kam einfach auch die Reaktion von ihm, dass wenn ich mir den Bauch eingeölt habe, dass er dann halt auch den Bauch streicheln wollte oder dass er manchmal so ankam und den Bauch gestreichelt hat und einen Kussi gegeben hat. Wenn ich dann aber so Sachen gesagt habe wie, naja, bald ist das Baby dann bei uns, bald kommt es aus dem Bauch raus. Nein, Mama, der Bauch muss zubleiben. Und dann fragt man sich natürlich auch, was in dem Kind vorgeht, was es für Vorstellungen hat, wie das Baby denn dann zu uns kommt. Denn das versteht er natürlich noch nicht so ganz. Aber er hat es schon sehr, 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 sehr gut gemacht und ich glaube, er wird ein wundervoller großer Bruder sein. Und die letzte Frage, das Dümmste. Was dich zum Weinen gebracht hat während der Schwangerschaft? Also ich habe in dieser Schwangerschaft mehr geweint als bei Vince, das stimmt schon, aber es hielt sich absolut noch in Grenzen. Ich bin jetzt einfach nicht so der Typ dafür. Ich habe bei so klassischen Sachen geweint, wie wenn man sich bei RTL 2 diese Babysendung angesehen hat zum Beispiel. Ich habe jetzt aber nicht geweint, weil Manu irgendwas gemacht hat, was mir nicht gepasst hat oder keine Ahnung. Es waren meistens sentimentale Momente. Oder zum Beispiel, als mir meine beste Freundin gesagt hat, dass sie auch endlich wieder schwanger ist, da sind mir auch die Tränen gekommen. Aber das war jetzt nichts Dummes. Das ist einfach, weil in der Schwangerschaft die Hormone halt ein bisschen höher kochen. Aber es hat sich bei mir alles in Grenzen gehalten mit der Weinerei. Gerade dann auch zum Ende. Ich hatte das eher so am Anfang, in der ersten Hälfte, dass ich da eher mal geweint habe, wenn mich was sentimental beeinflusst hat. Also aber im positiven Sinne. Also ich habe nicht wegen schlimmen oder traurigen Dingen geweint. Genau, das war der Tag mit dem seltsamen Namen rückblickend auf meine Schwangerschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Fragen sind unten in der Infobox verlinkt und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!